Hallo liebe Basketgemeinde und herzlich willkommen zu Basket TV. Diesmal keine reguläre Folge, sondern wie ihr schon gesehen habt, eine Spezialfolge zu unserem Basket Manager Spiel 2013-14, wie schon in dem letzten Jahr presented bei 2K Sports. Ja, Tom ist heute auch wieder bei mir und grüß euch. Ja, bevor heute Abend um 23.59 Uhr die Anmeldephase fürs Managerspiel endet, ja, kommen jetzt, wie versprochen, ein paar Tipps und Tricks bei uns aus der Redaktion. Ich sage es vorab schon, ohne Gewähr. Auch wir können nicht in die Zukunft schauen und wissen nicht, wer sich verletzt und wer sich wie entwickelt. Ja, aber dennoch, denke ich mal, ein paar Tipps können nicht schaden, wenn ihr euer Team noch nicht zusammengestellt habt, beziehungsweise wenn ihr es vielleicht nochmal ändern wollt. Ja, so sieht's aus, ja. Reden wir nicht lange drumherum, Tom. Schauen wir in die Glaskugel. Genau. In diesem Jahr erstmals alle 15 Spieler im Kader gehen mit in die Wertung ein. Heißt, man kann halt nicht wie in den letzten Jahren immer im Endeffekt auf 12 relativ teure Spieler setzen und hat dann 3 wirklich Low-Budget Reserves in der Hinterhand, sondern jetzt zählt alles. Heißt, die großen Stars sind umso kostspieliger. Dementsprechend sind Sleeper wichtig. Wer sind für dich auf den kleinen Positionen bei den Guards interessante Spieler? Also in erster Linie sind es ja immer Spieler, die man den Durchbruch in diesem Jahr zutraut. Für mich absoluter Geheimtipp, so geheim ist er dann halt auch wieder nicht, aber absoluter Tipp, Bradley Beal von den Washington Wizards, hat eine überragende Preseason gespielt, 23 Punkte im Schnitt, 50% Dreierquote, über 50% aus dem Feld, also der läuft richtig heiß. Man hat ja schon in der letzten Saison gesehen, Ende der letzten Saison, dass er an der Seite von John Wall der perfekte Sidekick ist. Genau, als Wall zurückkam. Ja, weil er als Shooter, ja, da auch noch wichtig, er hat zwar so ein paar Ballverluste dabei, aber als Shooter, der nicht so viel in sein Dribbling geht, hat er da eigentlich relativ, ist er davon so ein bisschen, ja, bleibt er verschont, davon, vor diesem Risiko, viele Ballverluste zu produzieren. Neben Beal, guter Tipp, Eric Bledsoe, weil bei dem halt einfach noch so ein bisschen ins Gewicht schlägt, er hat Narrenfreiheit in Phoenix, also kann da eigentlich anrichten, was er möchte. Guter Balldieb noch hinzu, also auch defensiv starker Spieler und halt auch Scorer, Assistgeber. Also ich denke, die beiden sollte man auf der Liste haben. Ja, hat jetzt auch unlängst noch gesagt, dass er froh ist über die Chance in Phoenix zu sein, dass da um ihn die Franchise aufgebaut wird. Und ja, ich glaube, der Junge ist jetzt auch nach seinen Jahren hinter Chris Paul bei den Clippers wirklich heiß auf eine große Rolle. Von daher auch ja, ein guter Tipp. Damit wären wir natürlich auch, Thomas schon angesprochen, bei einem Tipp, den wir eigentlich jedem auch ans Herz legen mögen, der vielleicht auch zum ersten Mal dabei ist. Es sind nicht nur die Stats, die man auf dem ersten Blick sieht, die beim Managerspiel zählen, sprich Punkte, Assists, Rebounds, sondern Turnover und Fouls. Sind nämlich, die bringen Negativpunkte. Und das nicht zu verachten, wenn zum Beispiel ein Top-Spieler, ein Top-Guard, wenn er halt 25 und 5 macht von mir aus, sind das ja dann 30 Punkte pro Spiel quasi. Aber wenn er sich dazu dann 4 Turnover leistet, sind schon wieder 8 weg. Ja, von daher sind die Stats dann nicht mehr, also ist nicht alles Gold, was glänzt. Von daher, unterm Strich vielleicht Hände weg von Brandon Jennings. Genau, da gibt es ein paar da gibt es natürlich auch ein paar Leute, die sind sehr Turnover-prone. Und von daher, wo man halt eigentlich denkt, das sind Spieler, die halt scoren, die auch jetzt in neuem Team eine neue Rolle haben und ausfüllen werden. Aber wie gesagt, Vorsicht da. Ja, da spricht Tom mehr oder weniger unbewusst schon einen weiteren Tipp an. Eine Sache, bei der ich immer, oder auf die ich versteckt ganz gerne achte, ist, Jungs, die bei einem neuen Team sind, neue Situation. Ist eigentlich immer gut, weil natürlich die Spieler wollen sich beweisen und meistens ist es auch eine bessere Situation. Das natürlich vorausgesetzt. ja, und jetzt mit Brandon Jennings, bei dem ist es so, war in Milwaukee unzufrieden. Ja, jetzt in Detroit. Ja, ich möchte nicht sagen, dass er in einem Scherbenhaufen angekommen ist, aber die Pistons waren jetzt schon nicht das beste Team und von daher sind auch von ihm relativ gute Stats da zu erwarten. Aber, natürlich gibt es da auch ein großes Aber, er ist nicht der Einzige, der da groß performen möchte. Genau, ich glaube auch. Also bei Detroit, das ist ein bisschen sehr verlockend, ähnlich auch bei den Pelicans zum Beispiel. Das sind jeweils Teams, die Großes vorhaben, die gute Spieler verpflichtet haben, aber im Endeffekt halt viele Spieler haben, die sie den Ball teilen müssen. Und auch die Minuten gleichzeitig. Genau. Also riskant. Und du hast auch angesprochen, immer wichtig, neue Situationen. Man kann ja auch eine neue Situation in seinem alten Team haben.
Beispiel Derek Favors, Enes Kanter. Das sind für mich so in Utah die Big Men, auf die man setzen sollte. Weil das sind halt zwei Spieler, die in der letzten Saison schon gute Statistiken abgeliefert haben und dann sind die anderen beiden Big Men weg. Also ja. Al Jefferson und Paul Millsap. Also ich glaube, gerade Derek Favors ist auch ein großer Geheimtipp da. Ja, du hast dabei einen meiner Favoriten auch angesprochen, nämlich Paul Millsap. Bei ihm ist auch so, er kommt nach Atlanta, neue Situation, hat da auf der 4 kaum Konkurrenz eigentlich. Wobei, okay, jetzt will manche sagen, okay, die haben ja auch Al Horford, aber Al Horford, glaube ich, muss sich seinem Schicksal ergeben und weiter auf der 5 spielen. Ja, wird ja nicht drum rumkommen. Von daher denke ich mal, ist Millsap auch ein Top-Mann. Wobei der natürlich auch nicht ganz billig ist mit 3,4 Millionen. Da gibt es dann noch ein, zwei andere Big Men, die ich interessant finde und die man nicht unbedingt auf der Rechnung hat. Wie zum Beispiel Chris Humphries. Von den Nets zu den Celtics gekommen. Denken jetzt viele, okay, Chris Humphries, was macht Chris Humphries? Aber, ich sage mal, sein einziger Konkurrent auf der Position ist Faverani. Wer? Genau. Genau, von daher, der wird Minuten ohne Ende sehen, ist ein Hustle-Player, hat Top-Rebound-Statistiken, auch auf die Minuten hochgerechnet, macht halt kaum Fehler, leistet sich kaum Turnover. Von daher für 2,4 Millionen ein guter Mann, genau wie Cody Zeller, kostet sogar noch 100.000 weniger und hat in Charlotte halt auf der 4 auch kaum Konkurrenz, hat da nur Josh McRoberts. Auf der 5 ist jetzt mit Al Jefferson natürlich allerdings ein Big Man Kollege, der schon seine Touches haben will und natürlich auch ordentlich auf den Korb schmeißen will. Ja, aber auch jemand, von dem er wieder langfristig profitieren kann, über die Saison gesehen. Aber ja klar, das sind, gerade wo du auch Humphries angesprochen hast, bei Boston, ist er einer der wenigen Spieler, den ich zutraue, da wirklich solide Statistiken abzuliefern und die Spielzeit, wie gesagt, ist ihm garantiert. Ja. Ja, auch wenn wir ein wenig Gefahr laufen, dass wir hin und her switchen, aber du hattest angefangen mit den Guards. Du hast Bradley Beal als Tipp genannt, würde ich, nicht nur weil ich Wizards-Fan bin, auch bevorzugen oder wirklich favorisieren. Hast du noch irgendwen für die kleinen Leute, für die kleinen Positionen auf deinem Zettel? Eric Bledsoe hatte ich noch angesprochen, Reggie Jackson sicherlich, den haben wir auch live gesehen in Manchester beim Global Game. Wird auf jeden Fall erstmal die Rolle von Russell Westbrook ausfüllen und es gibt ja auch Gerüchte, dass er die darüber hinaus, also wenn Russell Westbrook zurückkehrt, auch halt durchaus an seiner Seite spielen wird viel. Und die andere Option wäre Jeremy Lamb, dem würde ich jetzt persönlich nicht ganz so vertrauen. Also irgendwie sehe ich in dem noch nicht so. Ja, bei mir, ich denke auch, er hat auch einfach ein bisschen Weg vor sich und er hat mich halt auch in Manchester nicht unbedingt überzeugt. Mhm. Ganz im Gegensatz zu Reggie Jackson. Ja. Das wären meine auf den kleinen Positionen. Weißt du, wie es bei dir aussieht? Ja, ich habe noch ein, zwei in der Hinterhand. Und zwar, auch wenn wir ihn in Manchester gesehen haben, Tony Wooten Jr. von den Sixers. Talentierter Spieler, der jetzt in Philly auch eine perfekte Situation für ihn findet, weil ich glaube, in keinem Team ist so wenig Talent und Potenzial wie in den Sixers. Absolut. Oder im Kader der Sixers. Und ja, Wooten ist halt billig bei uns im Spiel. Und hat bisher in der Preseason Top-Stats gebracht. Da sind wir allerdings direkt bei dem nächsten Ausrufezeichen. Ja. Man darf sich nicht verleiten lassen von den Stats in der Preseason. Jason Terry hat es schon ganz treffend gesagt. Was ist die Preseason? Selbst wenn er hundertprozentig fit wäre, würde er niemals mehr als zwei Preseason-Spiele machen. Von daher sind Top-Stats in der Preseason auch immer genau wie Summer League-Stats mit Vorsicht zu genießen. Ja, absolut. Und klar, da jetzt auch wieder der Faktor bei den Sixers, auch wo ich jetzt mal Michael Carter-Williams noch ins Spiel bringen würde, auch Turnover anfällig. Beide Spieler, Roden und Carter-Williams. Ja, dann habe ich noch auf meinem Zettel hier zwei andere Sleeper. Wobei einer ist auch nicht so ein wirklicher Sleeper, ist Jimmy Butler von den Bulls. Mhm. Hat in den Playoffs wirklich sehr, sehr stark gespielt und hat im Moment in Chicago auf der 2 mit Mike Dunleavy auch nicht jetzt, sagen wir mal, so massig Konkurrenz. Von daher denke ich, dass auch ein typischer Spieler, der sich langsam aber sicher weiterentwickelt und in diesem Jahr seinen nächsten Schritt machen wird. Dann, du siehst es hier auf meinem Zettel, ein wirklicher Sleeper. Und nagelt mich auf den auch nicht fest, wenn es in die Hose geht. Bei Sleepern ist halt auch immer Risiko dabei. Wayne Ellington bei den Mavs. Und zwar aus einem Grund, die Mavs haben kaum gute Shooter. Und Ellington, das hat uns Dirk Nowitzki im Interview schon bestätigt,
Ja, der ist halt mehr oder weniger... Kann nichts anderes. Nur, ja, so hart hat er es nicht ausgedrückt, ja, aber er ist halt ein Dreier-Spezialist. Ja. Du brauchst Shooter, um das Pacing auf dem Court zu haben. Ja, und von Wayne Ellington erwarten die Mavs sich viel und von daher auch, zu Recht, ja. auch einer meiner Favoriten. Ja, gut. Ich denke mal, wir haben euch jetzt einiges an Tipps gegeben oder an Spielern. Mhm. Würde ich es nochmal runterbrechen auf die normalen Tipps. Halten wir noch einmal fest. Schaut, dass ihr keine Spieler nehmt, die super Turnover-anfällig sind. Dann guckt darauf, wie die Situation im Team ist. Im Endeffekt ist wurscht, bei welchem Team ein Spieler spielt. Also ob die Sixers jetzt 2 oder 52 Siege holen, spielt für unser Managerspiel 0,0 Rolle. Ja, richtig. dann ist wichtig, schaut danach, dass ihr Spieler habt, die effektiv sind, sprich die eine gute Situation haben und dann auch viel machen können. Also wenn du jetzt nur einen eindimensionalen Shooter hast, der legt zwar 15 Punkte auf, wenn er aber dazu nur 0,6 Rebounds und 0,4 Assists spielt, ja, dann kommt er halt nicht viel mehr sonst dabei rum. Eine andere Sache ist, das weiß jeder, der selbst Basketball spielt, wie es ist, wenn die Knochen einmal knirschen. Ja. Von daher Finger weg von Leuten mit Glasknochen. Natürlich ist zum Beispiel Steph Curry super, super, super attraktiv, weil er halt dicke Stats abliefert. Aber seine Knöchel sind halt auch echt marode. Das gleiche gilt für Andrew Bynum. Man muss halt echt schon das Risiko lieben, um zum Beispiel auf den Kollegen in dieser Saison zu setzen. Andrew Bynum seit 2007 nie mehr als 65 Saisonspiele gemacht. Ja, und von daher, ihr habt ja nur 6 Trades in der Saison. Da und halt auch Vorsicht, manchmal dosieren. Ja, und auch Vorsicht vor so Spielern, wie wir eben bei Brandon Jennings das angesprochen haben, die vermeintlich ja wirklich gute Statistik abliefern können, aber im Endeffekt langfristig betrachtet doch nicht so das Gelbe vom Eisen. Da auch David Lee, den ich mir notiert habe, würde man erstmal denken, Double-Double-Maschine, aber in der Situation bei den Warriors, Iguodala neu dazu, Harrison Barnes muss seine Minuten bekommen, wäre übrigens wieder ein Tipp von mir, wie insgesamt ziemlich viele Spieler, die jetzt in dem Sophomore hier sind. Bradley Beal ist ja auch so einer. Aber typischer Breakout-Player. Ja, Breakout-Player, genau. David Lee, vermeintlich denkt man, der liefert sicher seinen Double-Double ab, aber die letzten beiden Saisons jeweils beendet durch eine OP. Andrew Bogut ist auch fit, wie gesagt, Harrison Barnes, Iguodala, die Minuten bei ihm werden sinken, gerade weil sich dann der Coach auch denkt, den werde ich mal in der Saison nicht so verheizen, wie vielleicht die letzten beiden Jahre. Und am Ende bekommt man eben nicht die Werte, die man eigentlich von ihm zuverlässig verlangen würde. Ja, genau. Ja, ihr seht, sein Managerspielkader zusammenzustellen ist eine Wissenschaft für sich. aber nichtsdestotrotz, genau das macht ja den Reiz des Spiels auch aus. Wer hat das perfekte oder gute Händchen bei den Sleepern? Wer findet wirklich vielleicht auch ein paar No-Names, wie letztes Jahr zum Beispiel Nikola Vucevic, der absolut, bei den Magic für kleines Geld Top-Stats abgeliefert hat. Larry Sanders auch. Larry Sanders, genau. So Leute müsst ihr finden. Und dann ist eure Chance, dass ihr bei uns im Managerspiel ganz weit vorne liegt und einen dieser über 180 Preise im Wert von über 150 Preise im Wert von 8.000 Euro absahnt. Für den Gewinner geht es, wie in den letzten Jahren oder insgesamt traditionell beim Managerspiel, wieder in die USA. Von daher, das sollte Anreiz genug sein. Und mal ganz abgesehen von der Competition. Also ich meine, jeder von uns ist ein Wettkampftyp und was kann schöner sein, als sich mit 2000 anderen NBA-Fans europaweit zu messen und zu zeigen, dass man die meisten Skills hat und das meiste Fachwissen, um ein Top-Team zusammenzustellen. Und morgendlich den Boxscore der Bobcats vielleicht sogar checkt, genau. Wenn man seinen 15. Mann hat. Genau, es bringt noch mehr Reiz, noch mehr Reiz für die Saison, das stimmt. Ja, ich würde sagen, im Endeffekt haben wir eine Menge gesagt und nicht alles, aber schon, glaube ich, recht viel. Ja, bastelt eure Team zusammen. Bis 23.59 Uhr muss alles stehen. Dann müsst ihr vorher auf den Knopf gedrückt haben. Mein Tipp, drückt lieber um 23.58 Uhr schon mal auf Speichern, bevor eure Uhr vielleicht ein bisschen ein, zwei Minuten zu spät dran ist. Und so scheitert ihr daran. Ja, wie gesagt, ihr habt die Chance, gute Preise zu gewinnen. Ihr könnt wie immer NBA 2K14 gewinnen, die drei
Monatsbesten jeweils gewinnen ein Videogame für die Plattform ihrer Wahl. Und ja, Anreiz genug ist da. Wer noch ein paar Tipps braucht oder einfach nur über die Kader sich informieren will, dem legen wir natürlich nochmal unsere Saison-Preview wärmstens ans Herz. Okay, so sieht's aus. Schluss mit Schnacken, ab an den Rechner, Team zusammenbasteln. In diesem Sinne, macht's gut und viel Erfolg. Viel Erfolg euch. Ciao.